Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Emergency. Ja, wir müssen neue Fahrzeuge kaufen. Wir haben wieder genug Credits zusammengesammelt in den letzten Folgen. Und ja, dann kaufen wir doch mal ein Rettungshundefahrzeug. Brauchen wir. Wir haben ja schon eins, jetzt haben wir dann zwei. Genauso wie noch ein Dekontaminationsfahrzeug. Dann haben wir davon jetzt auch zwei. Ob wir die mal beide gleichzeitig brauchen. Bin mal gespannt, welche Mission jetzt als nächstes auf uns zukommt. Ein LKW ist in den Reaktor am Wannsee gerast und hat dort eine Explosion ausgelöst. Durch die Explosion tritt radioaktive Strahlung aus dem Reaktor aus. In unmittelbarer Nähe des Reaktors besteht Kontaminationsgefahr. Achten Sie auf die entsprechende Markierung auf Ihrer Übersichtskarte. Teile des Reaktors brennen. Personen wurden kontaminiert und verletzt. Einige Personen befinden sich noch im Reaktorgebäude und können es nicht verlassen, weil der Ausgang von einer brennenden Gasleitung blockiert wird. Bringen Sie die Lage vor Ort unter Kontrolle. Boah. Oh Mann, jetzt haben wir hier sogar einen Super-GAU hier. Meine Güte. Schutzanzüge können sich in diesem Bereich gefahrlos bewegen. Wir sollten unsere restlichen Einsatzkräfte von diesem Bereich fernhalten. Ja, nochmal eine kleine Info vorweg hier. Die Forscher am Reaktorgebäude sind radioaktiv kontaminiert und werden immer schwächer. Wir müssen die defekte Gasleitung schnell reparieren und den Eingang öffnen. Unser Ingenieur muss die defekte Gasleitung vor dem Reaktorgebäudeeingang reparieren. Erst dann können wir die im Gebäude eingeschlossenen Personen befreien. So, kommt jetzt noch was oder können wir jetzt endlich mal, anfangen hier? Also, so eine riesenlange Texte hier. Also, der absolute Super-GAU hier. Ein LKW ist nur einem Reh ausgewichen und knallt hier gegen Atomkraftwerk. Und jetzt haben wir hier den Super-GAU schlechthin. So, gucken wir uns erst nochmal die Infos an. Also, radioaktiver Bereich ist natürlich klar bei sowas. Und jetzt müssen wir Feuerwehrmänner mit ABC-Schutzanzügen ausrüsten, damit die sich da gefahrlos bewegen können. So, die restlichen Einsatzkräfte fernhalten von dem Bereich. Das dürfen wir nicht vergessen. Dann sind im Reaktorgebäude noch Forscher kontaminiert. Und eine defekte Gasleitung. Die müssen wir schnell reparieren und den Eingang öffnen. Und ja, natürlich alle Leute befreien. So, dann gucken wir mal. Es steht auch alles hier nochmal bei der Mission. Brennende Gasleitung. Drei Personen sind im Gebäude. 12 sind dekontaminiert. Den LKW-Fahrer rausschneiden. 9 Opfer, Notarzt und so weiter. So, jetzt gucken wir uns hier erstmal einmal um. Das ist ja voll die Hammer-Mission. Und ganz außen hier in der Map. Es dauert also extrem lange, bis hier mal irgendeiner kommt. So, wir haben hier, so wie das aussieht mit den Rohren, das ist wohl die Gasleitung. Und ja, das könnte gerade noch außerhalb des Bereichs sein. So, wenn man mal in der Map hier vergrößert, hier sieht man so einen kleinen Kreis, könnte noch ein bisschen mehr Vergrößerung vertragen. Aber mehr als 400% geht nicht. Also da genau treffen, wo man hier hin darf und wo nicht. Also wahrscheinlich wie sonst auch nicht in die, Wolke rein. So, also die ganzen Leute müssen wir hier auf jeden Fall rausholen. Dann brennt das hier natürlich. Dann müssen wir hier rein
öffnen. Oh, so, dann haben wir von der Seite ganz viel Wald. Das kann ja alles in Flammen aufgehen hier. Da müssen wir aufpassen, dass das hier nicht, sich nicht ausbreitet. So, von wo können wir jetzt hier am besten rankommen? Hier ist die Hauptstraße. Ja, dann... Oh, das wird ja was, ob wir das schaffen. So, wir fangen erstmal an mit... So, wir brauchen jetzt Feuerwehrmänner mit ABC-Ausrüstung. Sind das die von den Rüstwagen? Müssen wir mal gucken, ob die sich so ausrüsten können. Oder sogar Tanklöschfahrzeuge. Weiß nicht, ob die so eine Ausstattung haben. Oder sogar direkt die Dekontaminationsfahrzeuge. So, die können wir mal beide erstmal hier hinfahren lassen. So, dann... Die defekte Gasleitung. Da könnten wir vielleicht gerade so außerhalb von dem Bereich sein. So, Ingenieurfahrzeug. Den brauchen wir wahrscheinlich. Dann fahren wir mal hier hin. So. Dann brauchen wir Tanklöschfahrzeug, das fahren wir einmal hier hin. Dann fahren wir noch ein Tanklöschfahrzeug hier hin. So, dann können wir erstmal Hauptquartier. Wir haben ja hier unser, ja, wie heißt das hier? Das Löschflugzeug, das Kommandofahrzeug, das können wir erstmal hier so hinstellen. Das muss ja nicht vor Ort sein. Wir haben ja schon kennengelernt, dass das irgendwo stehen kann. Und dann machen wir hier gleich erstmal mit einem Löschflugzeug so eine Löschaktion hier. So, und dann brauchen wir natürlich sämtliche Notärzte. Die fahren wir. So, wir können schon mal starten. Die fahren wir hier hin. Die Transporter. 4 Stück. Hier. So, noch 2 Tanklöschfahrzeuge. Die können hier hin. So, Rüstwagen. Die stellen wir mal hier hin. Also, eigentlich brauchen wir alles. So, 3x Drehleiter. So, wo können wir die hier noch irgendwo hin? Wo keine Dekontamination ist. Kein Problem. So, jetzt schwärmen die alle aus. So, was haben wir noch an Feuerwehrfahrzeugen? Löschboot können wir hier jetzt nicht so einsetzen. Feuerwehrdrohne. Taucher. So, die Helikopter, die können wir ja jederzeit holen. Die sind ganz schnell da. Wir benötigen einen Ingenieur, der die defekte Gasleitung ausschalten kann. Im Innern des Reaktorgebäudes befinden sich noch eingesperrte Personen. Wir können sie erst befreien, wenn das Gas abgeschaltet ist. Ja, das ist natürlich klar. So, jetzt haben wir hier so eine dicke Wolke hier. Also ich weiß nicht, wenn ich mit dem Ingenieur hier aussteige, ist der gerade so außerhalb oder nicht? Das ist jetzt hier die große Frage. Wenn man vom Qualm ausgeht, dann eher nicht. Oh, hier ist schon alles außer Kontrolle. So, dann machen wir einmal schnell, obwohl Feuerwehr ja gleich da ist. Jetzt hier Feuerwehr. Da, so das Kommandofahrzeug. Das Löschflugzeug. So, alles dann klar. Machen wir jetzt einmal. Mal hier. Ist in Arbeit. So, dann fahren wir hier, fliegen wir hier einmal mit dem Löschflugzeug hin.
Die müsste auch ganz schnell hier löschen. Ja, in Ordnung. Ist in Arbeit. So, ja. Der kann hier löschen. So, ja, hier ist das Feuer aus. Erstmal. Unsere Feuerwehrmänner können sich mit Hilfe der ABC-Schutzanzüge im radioaktiv verstrahlten Bereich bewegen, ohne kontaminiert zu werden. Der radioaktiv verstrahlte Bereich ist auf der Übersichtskarte markiert. So, mal gucken, ob der da jetzt rankommt. Jawohl. Oder ob der sich jetzt kontaminiert hier. Was geht's? So, und hier sind die Dekontaminationsfahrzeuge. In Ordnung. Was geht? Verstanden. So, die haben ja so eine Ausrüstung. Die können wir ja mal die Leute hier alle holen. Sofort. Weiß nicht, ob das geht. Einfach mal ausprobieren. Zu Befehl. Ja? Ist in Arbeit. Sie haben die Gasleitung repariert. Verstanden. Wir können die Türen jetzt mit Hilfe eines Feuerwehrmannes öffnen. So, der kann schnell weg, bevor der hier noch krank wird. Radioaktiven Teilchen in Berührung gekommen sind, muss ein Feuerwehrmann mit ABC-Schutzanzug eine verstrahlte Person ins Dekontaminationsfahrzeug führen. Was geht's? Bin bereit. Die Stelle ist für uns nicht erreichbar. So, müssen wir mal gucken, ob wir mit den Autos hier so reinkommen. Wird erledigt. Nicht, dass die hier auch gleich kontaminiert sind, ey. Ist in Arbeit. Erwarte Befehle. Jawohl. Das Löschflugzeug hat Wasser aufgenommen und ist jetzt wieder einsatzbereit. So, Löschflugzeug. So, machen wir mal schnell Pause. Wir gehen einmal Kommandofahrzeug. So, müssen wir einmal kurz gucken, wie sieht das Feuer hier aus. Hier wird gut gelöscht. Zu Befehl. So, hier können wir so machen. So, ach, hier ist noch der LKW. Oh Mann, dann müssen wir jetzt ganz schnell hier hin. Wir müssen dann den noch befreien. So, dann. So, was ist, wenn wir mit dem Löschflugzeug jetzt einfach hier. Das zeigt er jetzt gar nicht an hier. Können wir auch das Haus selber löschen? Oder bringt das nichts? Einfach mal ausprobieren. Kein Problem. So. Jetzt wollte ich erstmal ausprobieren. Rüstfahrzeug. Die steigen jetzt erstmal aus. So, haben sind immer noch Personen in einem brennenden Gebäude eingeschlossen. Sie sollten einen Feuerwehrmann mit einer Axt ausrüsten und ihn die Tür einschlagen lassen. Also die haben keine Schutzausrüstung hier. In Ordnung. Ja. Wird gemacht. Was geht's? Okay. Erwarte Befehle. Erwarte Befehle. So, die sind alle in Sicherheit. So, jetzt brauchen wir mal ein paar Ärzte hier. Ja. Was geht? Alles klar. Was gibt's? Ja. Ist in Arbeit. Oh, es kommen noch private Fahrzeuge, die hier alles blockieren. So, weiß ich nicht, ob ich jetzt alles in der richtigen Reihenfolge mache hier. Müssen wir einfach mal gucken, was passiert hier. So. Ja. Erwarte Befehle. Bin bereit. So, das scheint so zu funktionieren. Eine dekontaminierte Person wurde wieder verstrahlt. Wir müssen darauf achten, dass Personen außerhalb vom radioaktiven Bereich dekontaminiert werden. Sonst besteht die Gefahr, dass sie erneut dekontaminiert werden müssen. Ja, wo denn? Hallo? So, hier ist noch einer. Wo sind hier die ganzen... Also, dass die ja nicht von alleine hier mal wieder hingehen. Ein bisschen schade. Erwarte Befehle. So, was ist jetzt hier? Warum löschen die jetzt hier nicht? Das Flugzeug hat Wasser aufgenommen und ist jetzt
wieder einsatzbereit. Alles klar. Höre. Alles klar. Warum löschen die nicht? Hallo? Ja. Oh, jetzt brennt der hier auch schon. Hat sich eine radioaktive Wasserdampfwolke gebildet. Der Wind treibt sie in nordöstlicher Richtung zum Wannsee-Badestrand. Wir sollten sofort alle Personen, die sich dort aufhalten, evakuieren, bevor sie verstrahlt werden. Wenn zu viele Personen verstrahlt werden, wird der Einsatz scheitern. So, lösch noch. Ja. Oh, hier geht alles in Flammen auf hier. Jawohl. Höre. Zu Befehl. Ja, jetzt sind die nämlich kontaminiert hier, genau. Die rennen hier rein. Ja, genau das habe ich befürchtet. Das geht nämlich nicht. Oh, Mann. Wie kriegt man denn diese blöde Wolke jetzt hier weg? Man muss da hier erstmal löschen. Oh, hier ist schon der ganze Wald hier in Flammen. Hier, ey, das gibt's doch nicht. Ja, das ist hier... Oh, Alter. Was ist hier los? Wie soll man erstmal die ganze Qualmwolke jetzt, die kontaminierte Luft jetzt hier erstmal wegkriegen? Dazu muss man doch bestimmt das Gebäude hier löschen. Oder den Reaktor hier. Aber der brennt ja eigentlich nicht. So, wir haben ja hier noch zwei Löschfahrzeuge. Verstanden. Wir sagen jetzt einfach mal hier Gebäude löschen. Kein Problem. Oh, das geht bestimmt hier in die Hose beim ersten Versuch. So, hier ist kontaminiert, da ist kontaminiert. Radioaktive Teilchen beseitigt. Sofort. Solange das Gebäude brennt, ist der Bereich um den Reaktor herum nicht sicher. Bin bereit. Ja, das muss man natürlich nicht sagen. Das weiß ich. Kümmern, sonst riskieren wir, dass der Einsatz scheitert. Ja, das geht natürlich erst, wenn diese blöde Wolke weg ist. Oh, hier sind noch Personen. So, wo sind jetzt was hier? Gibt's? So, der kann den abholen. Wird erledigt. Ist ja noch einer ohne Arbeit, der hier. Aber so vielen Leuten, ey, der kriegt man ja, weiß man gar nicht, wo man zuerst anfangen soll, hier. So, was ist hier? So, hier ist auch alles außer Kontrolle, hier. Achtung, ein Feuerwehrmann befindet sich in Gefahr. Ja, und wo jetzt direkt? Was gibt's? Achtung. Die radioaktive Wasserdampfwolke nähert sich dem Badestrand. Sofort. Dort befinden sich noch Personen. Wir müssen sie da wegholen. Ja, Badestrand jetzt auch noch, ja. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Wo ist jetzt hier dieser Badestrand hier? Man kann hier leider nicht weiter rauszoomen. Das ist das Problem hier. Ist das hier der Badestrand? Oh ja, hier. Hier ist die Wolke. Oh oh. Oh, jetzt müssen wir hier mit der Polizei hin, bis die da ist. So, Streifenwagen. So, die können ja noch nicht mal hier hinfahren, durch die ganzen Treppen hier, oder? Machen wir hier hin. So, geht aber nicht, hier kommen wir nirgends hin. Ihr könnt tatsächlich nur bis hier fahren. Na. Das wird auch nichts hier. Höre. Bin bereit. Oh, dass man den Feuerwehrleuten immer noch sagen sollen, die sollen jetzt hier die Leute, wenn sie einen geschnappt haben, noch dekontaminieren. Das also, das ist ja hier. Nicht mehr. Es besteht keine Gefahr mehr durch radioaktive Strahlung. Das ah, jetzt. Okay, erst das Gebäude löschen, dann ist sicher. Okay. Jetzt ist auch der Alarm weg. Oder? Ja, doch nicht. Wird gemacht. Das Löschflugzeug hat Wasser aufgenommen und ist jetzt wieder einsatzbereit. So, jetzt können wir mal ein paar Leute abtransportieren, aber jetzt ist fehlgeschlagen. Sollten wir sie von radioaktiven Bereichen fernhalten oder aus den Bereichen herausbringen? Oh Mann.
zu viele Personen sind kontaminiert. Ja, das war natürlich voll in die Hose gegangen. Das konnte man ja schon sehen hier. Man muss erstmal die richtige Taktik hier haben. Also zuerst das Gebäude. Das ist ja relativ schnell gelöscht, wenn man damit zwei Feuerwehrautos da löscht. So, da muss man verhindern, dass das Feuer nach oben, wo der Wald, der geht ja ganz schnell in Flammen auf. Da muss man verhindern und da muss man noch die Wolke, die da entsteht, zum Strand. Also da muss man auch gleich Polizei hinschicken, am besten dann schon, damit die da den Strand räumen. Ja, mal gucken, ob wir aus den Fehlern lernen und nächstes Mal besser machen. Ja, genau. Schalt auch dann wieder ein, wenn du das erfahren möchtest, ob das dann besser klappt nächstes Mal. Und ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen noch und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.